Falls ihr euch über den Geruch wundert, so riecht menschliche Angst. Der Geruch fehlt mir. Ja, und mit diesem Geruch wünschen wir euch herzlichen Glückwunsch. Das ist totaler Quatsch, was ich hier sage. Herzlich willkommen zurück zu Portal 2. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Nero. Ja, servus, grüßt euch. Boah, total die Ansage. Total die Ansage. Glückwunsch ist schon richtig, weil die können sich froh schätzen, dass sie bei uns hier mit zugucken dürfen. Boah, arrogant war das gar nicht. Warte mal, vielleicht kriege ich jetzt hin, warte mal. Oh. Das ist ja Quatsch. Bisschen Arroganz muss sein, Onkel. Das ist schon wieder das Sprungding. Warte mal. Warte mal. Okay, das ist ein bisschen falsch. Da gibt's ja. Kann man das Ding ja nicht irgendwie runterschießen? Ich wüsste nicht wie. Ich weiß nicht, dass wir da drüben rüberfliegen können, ja. Aber ich habe jetzt hier einen Eingang und hier einen Ausgang. So. Bringt aber nichts, weil wir müssen da drüber die Schräge. Kann man denn das Ding nicht schubsen mit dem Laser? Das ist doch nervig. Ey, du musst denn das machen. Was? Genau. Ich mach den Ausgang. So. Und du. Ich hab da den Eingang, genau. Und sobald du da durch dein Portal bist und hochspringst, muss ich da oben den Eingang machen, dann fliegst du nämlich darüber. Ja, das könnte funktionieren. Also was soll ich jetzt machen? Du machst jetzt da den Eingang. Und da machst du den Ausgang. Okay. Ach, guck mal, ich hab... Cool. Mach's gut! Okay, was hättest du jetzt gern? Dass du da einen Ausgang setzt. Wenn das geht, überleg dich mal ganz kurz. Gerade sinnvoll ist. Ja klar, dann mach ich jetzt hier einen Eingang hin. Da einen Ausgang und du musst den Rest machen. Ja, wie komme ich denn da? Achso, warte mal. Das ist jetzt der Eingang, habe ich gesagt, ne? Okay. Ja, dann machst du jetzt da oben, machst genauso wie ich jetzt vor uns gerade und ich setze dir dann da den Eingang. Ja. So, da ist ein Ausgang, da ist der Eingang. So. Sobald ich springe, musst du da oben den Eingang machen. Oder Ausgang? Ja, mach, komm. Genau. Guten Tag. Cool. Hallo. Ah, so. Perfekt. Easy. Boah, ich bin echt so an Dingen, wie das die Level-Designer hinbekommen hier. Das ist ja Wahnsinn. Hammer, oder? Absoluter Wahnsinn. Kann man da nicht irgendwie hier drüben? Passt. Alter Schwede. Okay. Er hat gesagt, dass das leichter wird, ne? Nee, es wird nicht leichter, keinesfalls. Na. Dann ist ein Flugschalter. Okay, das war zu viel. Noch einfacher und es sind keine Tests mehr. Die Fresse, ey. Übel.
Wir brauchen zwei Lichter. Sehr gut, so. Du bleibst jetzt mal da stehen. Was hast du jetzt gemacht da oben? Oh, jetzt kommen die ganzen Kugeln. Ach, warte. Ach, ich muss hier drin stehen bleiben, scheiße. Wenn du die Kugeln machst, musst du dann da drüben oder da drüben den Eingang setzen. Genau. Warte mal, kannst du... Also ich komme jetzt hier wieder zurück. Du musst eine Kugel jetzt als Gewicht da drauflegen. Ja, ich weiß. Du mal hier oben bitte in den Ausgang setzen. Ja. Und den Eingang dahin. Und jetzt drück den Knopf. Ah. Okay, jetzt hast du die Scheißkugel, das war Schwachsinn. Brauchst du einen Stein? Hä? Brauchst du einen Stein hinter dir? Leg den da drauf. Na eben, da ist ein Stein. Warte kurz. Hast du mit. Ach, danke. Ja. Die Remontageeinheit hat übrigens noch andere Montageaufgaben. Oh, was bist du hier für? Wer da? So, bin bei dir. Ja. Da bist du. Wow. Toll. Blue ist wieder da. Wir weiter. Eine hässliche Schnepfe, ne? Machst du mal das Schutzschild? Liegen lassen. Suche, ist dort jemand. So, jetzt brauchen wir nochmal ein Schutzschild. Muss ich mir gerade überlegen. Muss ich ja bauen, ne? Das ist schon. Ach, komm direkt. Wow. Oh, die Kugel. Kugel. Brauchen wir jetzt die Kugel irgendwo? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wir brauchen immer einen Schutz. Also entweder rennen wir jetzt ganz schnell durch. 3, 2, 1, Lauf. Glückwunsch. Los. Hätte ich diese Tests reparieren können, wärt ihr mit Sicherheit gescheitert. Puh. Also nochmals Glückwunsch zur Bewältigung der defekten, primitiven Tests. Boah. Wow. Alles klar. Puh. Das ist schon also nicht wow. Das wird jetzt echt langsam ein bisschen heftig. Aber geil. Macht Spaß. Macht mega Spaß, das Spiel. Jetzt tut's langsam weh, ja. Logisch, dass hier jetzt die Menschen nicht mehr weitergekommen sind. Na klar. Dann haben wir, sind wir da, ne? Wow. Aber so. Absolut genial das Spiel gemacht, man. Das. Was für Ideen die kommen. Ihr werdet euch wohl erneut außerhalb der offiziellen Strecken bewähren müssen. Die Menschen haben vergessen, eine Sicherheits-DVD einzulegen. Ich bin sicher, das war ein Versehen. Vielleicht legt ihr sie wieder ein. Zur Sicherheit. Mhm. Deswegen heißt sie auch Sicherheits-DVD, ne? Hast du gerade einen Knopf gedrückt? Nee, die kann ich hab gar nichts gemacht. Okay. Was kann das? Okay. Was haben wir zu die Kugel? Wow.
ich habe das dumpfe Gefühl, dass es ganz übelst knifflig wird hier. Und ich gucke mir erstmal hier weiter um. Nee, hier nichts. Was ist denn hier hinten? Warte mal. Achso, du bist du schon. Weil die Kugel kommt da lang, die kommt da rum. Kugel. Okay. Kannst du da oben mir mal einen Eingang hinmachen? Wo? Da irgendwo schon. Da? Und da hinten den Ausgang. Hupsala. Kannst du springen? Ja. Ah, ich könnte es auch abnehmen dann. Bringt es das, wenn ich so springe? Ach ja, nein, ja, ja, genau, genau. Wo muss die Kugel hin? Da hinten ist rein? Ja, genau. Super. Ey, easy. Okay. Jetzt hier weiter. Wo ist die Kugel hin? Boah. Okay. Brauchen wir hier wieder? Gemacht. Ach, jetzt habe ich hier ein Dings gemacht. Okay, eine Brücke. Hey, wo fliegt sie? Nicht da, also hier dran vorbei. Warte mal. Das geht ja nicht. Ach doch, warte mal, ganz schön da oben, direkt wieder. Warte. Nee, komm schon nicht ran, scheiße. Was ist, wenn du es so machst und so machst? Ah, guck mal, genau. Ja. Jetzt muss ich hier. Warte, wo kommen die auf? Warte mal, lass mal. Da ein Eingang. Wo ist denn der Ausgang hin? Ach nein. Nee. Nee, okay. Kurz. Guck mal, hier sind ja noch welche. Na, da komme ich aber nicht ran. Wenn ich jetzt das mache, dann... Was ist, wenn ich... Du könntest mir höchstens eine Brücke drücken, obwohl ich sage Quatsch. So mach. Jetzt kommt ja die Kugel hier nochmal runter. Ja, ja, das muss so bleiben. Das ist korrekt, so. Da unten nicht, nee. Das ist schon korrekt. Bam, bam. Sehr gut. Du hast da jetzt drüben nicht Möglichkeiten irgendwie, oder? Nee, ich hab... Nur das eine da. Passt soweit. Aber das fliegt da durch. Das prallt ab, darum, da durch. Nee, das... Ich steh gerade voll auf dem Schlauch. Ja. Und was wäre, wenn... Wenn die abprallt, der Eingang, und du machst dann hier den Ausgang, vielleicht kann ich die Kugel dann schnappen. Wie meinst du das nochmal, bitte? Die prallt ja jetzt da oben ab, ja? Ja. Prallt ja bei dir ins Loch rein. Ja. Und wenn du dann hier oben wieder einen Ausgang machst, ja, fliegt sie ja gerade runter. Ach so, ja, okay, hey. Probier es mal. Ach nee, die fliegt ja dann auch wieder so komisch.
Warte mal, ist da hinten irgendwas? Hm. Genau, so. Ist das denn, irgendwie geht das jetzt nicht mehr? Achso, klar, ich muss ja auch irgendwo einen Ausgang hin basteln. Hm. So, jetzt fliegt es wieder so komisch, ne? Genau, es fließt da rum wieder. Dann ist sie eben gerade so schräg abgeprallt. Und ist gerade so ganz lustig, ganz knapp über das Ding rüber geflogen. Schon irgendwie hier noch mit benutzen. Mach mal noch mal bitte, dass man es vielleicht noch mal sehen kann. Okay. Warte. So. Ach, das war jetzt doof. Ja, shit. So. Genau. Was wäre, wenn die Kugel jetzt hier abprallt? Hm. Du machst dann den Ausgang dahin. Hm. Und machst dann hier, dass sie dann hier irgendwie rüberkommt. Ich komm da doch nicht hin, wie soll ich denn damit ich da. Du solltest doch da drüben stehen bleiben, alle. Du musst die Schritt. Da muss ich den Ausgang hier machen. Irgendwie. Boah, ist das knifflig, Alter. Warte mal, ich komme mal durch jetzt hier. Also der Strahl, der hält jetzt hier die Kugel ab. Die fällt zurück genau dort hin. Was ist denn, wenn genau. Ich jetzt hier. Warte mal, geh mal weg. Gibt's denn hier nicht noch irgendwo so ein. Was ist, wenn du die versuchst, dann hier hinten einfach zu fangen? Wo, hier hinten? Ja, hier hinten, die dann einfach zu fangen, geht das nicht? Du willst die hier fangen? Na, wenn ich das da gar nicht hin? Na klar krieg ich die da hin. Wenn ich jetzt hier den Eingang mache und da den Ausgang... Ja, du hast hier aber nicht zum... Ja, aber ich kann sie einfach fangen, das meine ich. Ey, ist viel zu hoch. Ach so, die fällt ja auf der falschen Seite. Hm. Aber was mich hier auch gerade irritiert, ist da oben so noch mehr Schalter. Doch. Okay. Und jetzt? Du kannst doch. Boah, Alter. Der Prallt. Du müsstest das vielleicht machen. Wenn ich jetzt hier, warte mal. Ach, geht ja nicht, da müsstest du ja. Bringt's ja nicht. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Warum kommt jetzt keine Kugel mehr? Ach doch, die kommt noch. So. Ach, die fliegt da jetzt hier hin. Fliegt da rum, die prallt ab, fliegt da rein. Das ist ja schon mal richtig. Onkel, denk mal nach. Bitte das Schlau von uns. Wenn ich da drüben stehe, kann ich nichts machen, oder? Okay. Das ist eigentlich wahrscheinlich hoch simpel. Komm nur nicht drauf. Wenn du. Genau, die fliegt jetzt da. Was ist, wenn ich denn, wenn die abprallt? Ich laufe ganz schnell durch, mach den Eingang.
Und dann kommt es knapp aus dem Fleisch raus. Nee, komm, mach du mal den Lichtstrahl bitte. So eine Schuhe. Machst du mal Lichtstrahl bitte? Ja. Der prallt da ab, fliegt da rein. Kommt da oben raus. Da kann ich nichts machen. Alter! Ja, das denke ich mir auch gerade. Wenn ich jetzt hier einen Eingang mache, das bringt ja gar nichts. Doch, du kannst über den Laserstrahl rüberlaufen. Ich hab's. Pass auf. Jetzt müssen wir gut zusammenspielen. Du machst dann dort oben, wenn der abprallt, wieder den Eingang. Ich hab die Idee. Bleib wie vorhin. Ja, warte mal. Der geht jetzt hier an den Strahl, ne? Hier, wieder an den Strahl, fällt da rein, kommt da oben wieder raus und fällt da hin. Und dann muss ich jetzt in der Zwischenzeit, während der dort reinfällt und da oben rauskommt, hier das Ding hinsetzen. Guck. Hab's. Oh Mann. Wow. Oh. Alter! Oh. Okay, wir jetzt hier 3-2-1 Geschichte. Okay, warte, 3, also falsch. 2, 1. Ja, wenn das jetzt nicht klappt. Okay, wir haben hier wieder eine Brücke. Oh. Okay, das wird eine Überlängenfolge, aber das ist egal. Geht er jetzt denn aus? Wir könnten jetzt. Ah, warte mal. Wir können jetzt die Brücke. Ich lauf einfach mal. Jetzt könntest du. Warte. Du wirst hier wahrscheinlich wieder was machen? Ah, warte, genau. Eins. Da. So. Jetzt springen wir von da oben hier in das Loch. Hallo? Ja, ich versuch's doch. Ich muss mit dem Laserstrahl wegmachen. Okay. So, jetzt muss ich da irgendwie. Ja, genau. Jetzt bist du. Ach so. Bist du da? Ich Quatsch, kann ich. Ja, das Schwachsinn ist, ich kann da auch hinlaufen, wo du bist. Dann war es nicht richtig. Ich muss da rauskommen. Das heißt, du machst hier einen Ausgang hin und da vorne machst du einen Eingang hin. Und ich spring dann nochmal runter. Was? Nochmal bitte. Fliehkraft. Ich muss da rüberfliegen. Das haben wir doch gerade probiert. Nee. Du bist aber drüber geflogen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ach so. Okay. Warum steht hier eigentlich 2? So, mach mal dein Licht wieder. So. Was hast du jetzt für Fehler eigentlich gemacht? Verstehe ich. Nee, nicht. Du hättest eigentlich. Ich hab den Eingang und Ausgang gesetzt. Kannst du. 1, 2. Weißt du, was das ist? Wir müssen zusammenfliegen, dass wir uns genau in der Mitte treffen, dass wir dann genau zusammenklatschen. Aber guck mal, da drüben steht 2 und hier drüben steht 1. Unten steht 2 und hier steht 1. Ja, das Problem ist aber. Das gibt kein Problem. Doch,
Wenn ich kann jetzt mit hochkommen, das ist schön und ja, gut. Ja, komm mal mit hoch. So, du hast ja. Du kannst ja da unten deinen Eingang machen. Achso, dann mach ich jetzt hier drüben meinen Ausgang oder was? Und du? Und dann? Also ich bin? Ja, war doch super gut. Doch nicht so herrenlos herum. Wieso hat das jetzt geklappt? Ich hab jetzt aus Versehen irgendwo hingeschossen. Ich hab jetzt echt ohne Zielen irgendwo hingeschossen einfach. Ah ja, weil wir sind ja gleichzeitig in das Loch reingefallen und treffen uns genau hier in der Mitte. Also ich weiß, aber ich meine, das Kuriose war jetzt einfach nur, dass du mich runterfallen lassen hast. Ich habe schnell ein Loch unten hingesetzt und irgendwo in die Kante geschossen. Irgendwo hingeschossen und hab das wahrscheinlich genau getroffen. Oder hast du die zwei da drüben angelegt? Das kann natürlich auch sein. Ich habe ja den Lichtstrahl gemacht. Und ich habe dann, dadurch, dass ich den Ausgang gesetzt habe, habe ich ja das Kommando gegeben, wann wir runterfallen. Ja, und deswegen konnte ich direkt den Eingang setzen. Ach so, ja. So. In Kürze wird das Wort bla fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von bla hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitscode lautet 5-33-41-18. 5-33-41, ich hab's vergessen. 18. Warte, ich schreib mir das auf. Hast du es noch im Kopf? Nö. Das brauchen wir eh nicht, was das ist. Bla, 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 bla. Ach so, jetzt das haben wir natürlich... Wichtig. So. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Nach eurem Kalibrierungstest wollte ich schon eure Kerne demontieren und wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen hatte. Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Ich kannte mal ein Team, das sich noch näher stand, aber ich musste einen von ihnen vernichten. Der andere? Nun... Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Wey! Kannst du das mit mir eigentlich so machen? Bestimmt. Aber, Folge ist jetzt leider schon vorbei. Schon lange vorbei. Ja. Du hattest glaube ich... Ey! Ich glaube, du hattest die Ansage gemacht. Ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns zu dem Part. Und, ja. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder, Mittwoch? Weiß ich gar nicht mehr. Wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin. Ciao. Tschüss.